Guten Tag, meine lieben Freunde und Gäste des Kanals. Draußen regnet es ist schon Abend und ich bin im Einkaufszentrum angekommen. Wir gehen hinein, es ist so warm und hell, eine angenehme Atmosphäre. Sie verkaufen bereits viele warme Kleidung, Mützen, Schals, Handschuhe. Ich möchte nach Ashan gehen. Schauen wir uns die Produkte an und machen einen Spaziergang durch das Einkaufszentrum. Jetzt gehen wir durch den Kanzlerladen. Es verkauft modische Herrenbekleidung. Nun, hier kommen wir zu Ashan. Gehen wir in die Würstabteilung. Die Auswahl ist einfach riesig. Würst ist anders. Gekocht, geräuchert, gekühlt geräuchert. Wir lieben Brühwurst Vjasenka. Auswärtig kaufe ich oft Würst auf dem Markt. Aber sie können nicht viel Würst essen. Es ist besser, ein Stück Hühnerfleisch zu kochen. Meine Mutter kocht selbst Hühnerwürst. Es stellt sich als sehr lecker und ohne Konservierungsstoffe heraus. Hausgemachte Würst und Käse ist das beste Essen. Ich habe früher auch meinen eigenen Käse gemacht. Nur für die Zubereitung benötigen sie hausgemachte Kuhmilch. Ashan hat viele verschiedene Käsesorten. Wir lieben den Käse namens Babuschkina Krinka. Hier werden verschiedene Cerealien verkauft. Haferflocken, Buchweizen. Wir lieben Haferflocken und wir köchen es oft morgens. Hier werden Gemüse und Obst verkauft. Äpfel, Orangen, Grapefruit, Mandarinen, Ananas. Auch verschiedene Nüsse. Gehen wir weiter. Es verkauft Kinderkleidung und Schuhe. Als nächstes kommt meine Lieblingsabteilung, Wohngerichten. Was für süße Töpfe.
Daran schließt sich die Abteilung Pflegekosmetik und Haushaltschemie an. Die Preise in Aschauen sind niedrig. Es gibt immer viele Aktionen und Rabatte. Daher ist es sehr rentabel, Waren in diesem Geschäft zu kaufen. Wir gingen nach oben zum Food Court-Bereich. Hier befindet sich das ehemalige McDonald's. Jetzt heißt es Tasty und das war's. Auf KFC, Burger King, MyBox. Wir essen hier oft. Gehen wir jetzt zum Laden Read the City. Es verkauft verschiedene Bücher, Schreibwaren, Spielzeug. Geschenksets, sehr guter Laden. Wir sind zu Hause angekommen. Ich koche Borscht. Wir lieben dieses Gericht und kochen es oft. Wir essen Borscht mit Sauerrahm, Knoblauch und Schwarzbrot. Ich werde einen Apfelkuchen namens Charlotte backen. Sehr lecker und einfach zuzubereiten. In Ordnung, das Abendessen ist fertig. Wer isst jetzt? Ich wünsche euch guten Appetit. Es ist schon Nacht und wir schlafen bald. An dieser Stelle werde ich das Video beenden. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, Kommentare zu schreiben. Ich werde mich sehr freuen. Ich wünsche Ihnen allen viel Glück, Frieden, Freude und ein glückliches Leben. Bis bald.